Lieber Andreas Stein, jetzt sitzen wir hier im Bootshaus, wo wir uns zum ersten Mal vor wie vielen Jahren kennengelernt haben? War das 2 Jahre her? Nee, das ist im April 2012 gewesen. Herrgott, die Zeit, die geht ins Land. Kennengelernt haben wir uns auf Facebook. Genau, aber auf Facebook kennengelernt und schon miteinander gebloggt, da auf Facebook um liberale Themen und vor allen Dingen auch in der Gruppe, die der Andreas Bartels damals gegründet hatte, Liberale Welt, ja, aber dann eben hier offline zum ersten Mal im April 2012 im Rahmen des Treffens hier von den Admins dieser Gruppe. Genau, da waren wir alle Admins, so war das. So war das und das Hauptthema war damals auch noch die Euro-Krise. Es ging um Griechenland und augenblicklich ist das Thema wieder ganz heiß. Ja, Euro-Krise war natürlich, stand immer sehr im Vordergrund, weil diese Rettungsmaßnahmen, die da im Mai 2010 beschlossen worden sind, war ja aus Sicht vieler ein ordnungspolitischer Sündenfall, weil auch Maastricht-Kriterien gebrochen worden sind. Aber es ging eigentlich immer um liberale Themen insgesamt und sehr von der Basis her gesehen. Also es hieß ja auch Liberale Welt, die Gruppe, die Andreas Bartels damals gegründet hatte. Und das war eigentlich sehr offen auch für andere Themen. Das war nicht beschränkt jetzt auf dieses Thema Euro. Dieses Thema Euro und Euro-Krise und Euro-Rettung, das überschattete ja nun alle Themen der schwarz-gelben Koalition 2009-2013. Ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da sagtest du auch mal, Mann, ich habe das noch nie erlebt, dass man so entspannt über liberale Themen reden kann, ohne irgendwo angegriffen zu werden, ohne dass es aggressiv wird, ohne dass es einzelne liberale Individualisten gibt, die meinen, immer recht haben zu müssen, sondern das Schöne war eigentlich hier immer in unserer Gruppe diese sehr offene Diskussionsatmosphäre. Ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Also ich habe auch in den letzten, ich muss sagen, 10 Jahren viele Vernetzungsprojekte gemacht, die immer mit großer Euphorie angefangen haben und mit großer Dynamik und die dann schnell auseinandergelaufen sind, weil der Anspruch, den die Leute beim ersten Zusammenkommen hatten, irgendwie sich nicht erfüllt hat. Und das war hier anders. Die Kerntruppe, die sich hier gefunden hat, kennengelernt hat, auch mit dem Wolfgang, mit dem Andreas Bartels, mit dir, mir, der Tim war noch mit dabei. Die war relativ entspannt. Wir hatten hier eine entspannte Runde. Wir konnten offen reden, konnten uns auch mal außerhalb von Facebook kennenlernen, mal sehen, was da so für Persönlichkeiten dahinter stecken. Das weiß man ja auf Facebook nicht, vor allen Dingen, wenn die Leute dort nicht mit ihrem echten Namen sind. Bei uns war das ja anders, aber viele sind eben auch da, die unter Pseudonym schreiben. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass es wirklich so eine entspannte, lockere und auch belastbare Truppe war. Und es sind Anarchisten, Minarchisten, Sozialliberale dabei. Der Liberalismus hat eine ganze Menge Grauzonen und man kann miteinander reden. Und es gibt ein ganz großes Stück gemeinsamen Weges, was man miteinander gehen kann. Ja, also das ist überhaupt, Stichwort jetzt überhaupt, Liberalismus hat ein breites Spektrum. Also die liberale Zukunft in Deutschland, die repräsentieren wir ja jetzt und nicht mehr die FDP. Die verzichtet ja jetzt seit Neuestem darauf. Da steht ja nicht mehr FDP-Liberale. Ja, ich habe schon immer gefrotzelt, als der Lindner gehört hat von der Gründung unseres Vereins. Irgendwie hat er schnell auf Freie Demokraten umgesattelt und uns Platz gemacht, hat aufgegeben. Also das Spektrum ist wirklich unglaublich breit und viel, 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 viel breiter irgendwie, als das eine Partei repräsentieren kann. Und es ist, sind einfach viele Anregungen, die wir bekommen. Wir haben ja keine fertigen Programme in dem Sinne. Wir sind ja im Grunde genommen ein freier, kreativer Quassel- und Denkerclub, der dann auch mal das eine oder andere Projekt erfolgreich anstößt, wie zum Beispiel diesen Freiheitstag, den wir letztes Jahr gut hinbekommen haben. Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Kannst du mal so über die Station, seit wir uns das erste Mal getroffen haben, über die Vereinsgründung, den Freiheitstag, so ein bisschen referieren? Was ist dir so im Kopf geblieben? Was waren die Highlights vielleicht auch gerade in dem jetzt Jahr seit der Vereinsgründung? Ja, genau, die Station weiß ich gar nicht jetzt, ob ich auf die Reihe bekomme. Wir hatten uns dann ja nochmal im Herbst 2013 getroffen, in Kassel war das auch, genau. Da war gerade die FDP rausgeflogen aus dem Bundestag und hatten überlegt, da kam Andreas genau auch mit der Gründung des Vereins, das war aus liberaler Welt. Die Gruppe hat ja zwischenzeitlich dann aufgeben müssen, irgendwo liberale Zukunft gemacht hat. Und da hatten wir das überlegt mit der Vereinsgründung und haben uns ja eben vor einem Jahr am 15.02. getroffen.
haben Strategie-Workshop gemacht, den hattest du ja im Wesentlichen moderiert, sehr gut, letztes Jahr vor Pfingst im Juni. Und dann eben den Freiheitstag, also wo wir alle möglichen Interessenten eingeladen haben. Da waren ja auch insgesamt drei liberale Parteien da, die Leute, die Beiträge gebracht haben, insgesamt 13 Beiträge. Das war eine schöne Vernetzungsaktion und die ist auch gut rübergekommen, die ist gut angenommen worden. Also insofern dafür, dass wir wirklich auf der grünen Wiese gestartet sind mit nichts und ihr Minimalbeitrag von 1 Euro pro Monat, das ist ja alles im Grunde genommen Witz und symbolisches Engagement, finde ich, haben wir in dem einen Jahr eine ganze Menge gemacht. Und wenn es uns jetzt gelingt, auf die Zukunft hinaus so ein bisschen die Prozesse so ein bisschen zu optimieren, irgendwie zu professionalisieren, ein bisschen mehr Zug reinzubringen, noch spritziger aufzutreten, andere Verbreitungsplattformen zu finden als nur Facebook, dann haben wir eine ganze Menge Potenzial auch vor uns, was wir bewegen können. Weil wir haben eben noch eine Gesellschaft mit einer multiplen Krise im Hintergrund, ganz, ganz viele Themen. Und kreative Inputs sind immer gefragt und man kann da bestimmt noch viele interessante Leute zusammenbringen. Ich habe gerade ein bisschen was über den Freiheitspreis, den wir im Verein verleihen wollen, an Außenstehende, eher Außenstehende als Mitglieder. Für was müsste man denn der liberalen Zukunft Deutschland den Freiheitspreis verleihen? Ja, für Ausdauer. Also Ausdauer aufbringen. Freiheit ist nicht nur etwas, was man eben gewinnt, dadurch, dass man irgendwann einen Kick hat, sondern Freiheit verbraucht auch viel Arbeit, braucht auch viel Arbeit. Du hast das neulich mal geschrieben, ne? Freiheit macht Arbeit, ne? Um Freiheit sich zu erhalten, irgendwie, da muss man eben auch sehr viel Ausdauer beibringen, kann nicht gleich weglaufen. Und das ist im Augenblick da bei den Machern und Unterstützern von Liberale Zukunft. Auch weil wir den Fehler vermieden haben, am Anfang, glaube ich, unsere Ziele zu hoch zu stecken. Also das ist das, was ich vorher in vielen Netzwerkprojekten erlebt habe. Da wurden so hohe Ziele gesteckt. Und als dann klar wurde, dass sie sich nicht ganz schnell erreichen lassen, dann wurde das alles schnell wieder fallen gelassen. Und wir haben also unsere Ziele eher so gelegt, ja, also dass man rüberspringen konnte über die Hürde und haben uns auf diese Art und Weise auch ermöglicht, Erfolgserlebnisse zu verschaffen, auf die wir jetzt so langsam mal aufbauen können. Also Ausdauer, also wenn wir genügend Ausdauer aufbringen, dann haben wir uns dafür auch irgendwann mal einen Freiheitspreis verdient. Was stehen denn jetzt so für Projekte für 2015 auf der Agenda? Ja, also bestimmt spannend wird jetzt die erste Mitgliederversammlung. Da müssen wir ja nun das abhandeln, was so abzuhandeln ist mit Entlastung des Vorstands, also den ganzen Formalkram auch. Wenn wir das ein bisschen gut vorbereiten, kriegen wir das zügig rum und können dann den offenen Teil groß gestalten. Also da wollen wir wieder einladen. Da können wir zusehen, ob wir unsere IT-Infrastruktur schon mal ein bisschen aufbauen, ob wir unsere Medienprojekte noch mal ein bisschen optimieren, ob wir interessante Gäste hinbekommen, die Themen noch ein bisschen zuspitzen. Wir haben eben über Kommunikationsstrategie gesprochen, wie wir so ein bisschen mehr noch in die Breite kommen können, das vielleicht alles noch ein bisschen humorvoller zu gestalten, ein bisschen spritziger zu machen von der Thematik her, dass die Leute das eher ansprechen und vor allen Dingen immer wieder sagen, das halte ich für sehr wichtig, wir sind keine Partei und wir wollen auch keine Partei werden, sondern wir wollen einfach erstmal auf der Ebene weitermachen, wo wir sind, Anstöße liefern, Austausch, Erfahrungsaustausch gegenseitig bestärken und dann so einzelne kleine Projekte auf den Weg bringen. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge Anstöße also auch verwirklichen, dass das eine Spur in der Gesellschaft hinterlässt. Also es wird wieder geben, den 3. Oktober als offene Konferenz, als Tagung, als Freiheitstag mit mehr oder weniger, hoffentlich mehr prominenten Rednern, vielen Pausen, wo genetzwerkt werden kann, wo wir auch mal eigene Netzwerkaktionen anstoßen wollen oder vielleicht schon vorher einleiten wollen. Was wird es noch geben? Ja, der 3. Oktober ist dann das ganz offene Treffen. Den Tag wollen wir etablieren als Freiheitstag, also als eine Veranstaltung, die wir unterstützen. Das ist jetzt für unseren Verein noch nicht jetzt die nächste Station, sondern eben die drittnächste. Und dazwischen hatten wir ja vorgesehen jetzt für den 17. Juni die Lesungen in einer oder mehreren Städten zu machen zum Thema Freiheit, mit Bürgern auf der Straße Lesungen zu veranstalten. Das werden wir alles noch kommunizieren über unsere Facebook-Gruppe. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir diese Facebook-Gruppe noch ein bisschen größer machen. Da sind wir jetzt knapp vor 1000.
Da waren wir letztes Jahr bei Gründung, glaube ich, bei 400 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also da geht es auch beständig vorwärts. Und einfach noch ein bisschen Unterstützer weiterfinden, irgendwie Werbung machen, vor allen Dingen Leute persönlich ansprechen. Also ich merke, dass dieser persönliche Kontakt sehr gut ankommt. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen 3 Mitglieder geworben. Die habe ich persönlich angesprochen, habe gesagt, Mensch, du schreibst doch da auch immer das und das, willst du nicht mal, hab denen das erklärt. Und nach so einer persönlichen Einladung irgendwie überlegen die sich. Oder es sind auch viele, die so an der Kante sind, sagen, habe ich gesehen, irgendwie, mir fehlt noch so dieser letzte Kick, dass du mich jetzt mal angesprochen hast, finde ich nett von dir. Ne? Also das sind erstmal die Stationen jetzt, die vor uns liegen, 9. Mai, 17. Juni, 3. Oktober. Die müssen wir erstmal weiter bewerkstelligen und dann gucken wir weiter, was dann passiert ist. Vielleicht schaffen wir es ja bis Ende des Jahres 40 oder 50 Mitglieder zu haben. Und dann können wir in 2016 reingucken und was dann ist, das ist noch alles offen. Es geht ja auch alles sehr schnell hin. Und es geht ja auch weniger um die Mitglieder, sondern wirklich um die Idee der individuellen Freiheit, die wir, wenn wir nicht drauf achten, immer weiter im Stich lassen. Und einfach die Idee der Freiheit ohne Parteifahne, ohne Parteiblume, ohne Parteifarbe nach außen tragen, gerade vielleicht auch mit unseren Lesungen, einfach mal den Gedanken, was passiert hier eigentlich, unter die Menschen zu tragen und zu sagen, wird meine Freiheit nicht jeden Tag durch immer mehr Gesetze und Zwänge durch den Staat eingeschränkt und könnte ich nicht eigentlich auch vieles selber machen? Ja, es geht immer um die Freiheit und das Thema Freiheit verändert sich auch. Auf der einen Seite haben wir in unserer Gesellschaft mehr Freiheiten, als wir vielleicht jemals hatten. Man kann überall hinfahren. Im Prinzip, wenn man das Geld hat, da hängt das die Freiheit am Geld, kann man überall hinfahren, man kann alles machen. Man wird nicht mal mehr wie noch zu meiner Jugendzeit irgendwie zur Wehrpflicht eingezogen oder zum Zivildienst. Ich habe nur 24 Monate damals Zivildienst gemacht. Das war gerade, als die Wehrpflicht 1,5 Jahre war. Das ist heute alles freiwillig, also da fordert der Staat weniger. Der Staat fordert aber mehr Steuern und Abgaben, das wird immer mehr. Ja, und er will immer mehr kontrollieren und gucken, irgendwie, was die Bürger machen. Also nicht, dass er nun direkt dann vor der Haustür steht und sagt, du darfst das nicht machen. Oder auch was Zensur angeht, diese Lügenpresse-Geschichte, die da jetzt durch Pegida da hochgekommen ist, ist ja eigentlich totaler Quatsch. Weil eine staatliche Zensur haben wir in dem Sinne gar nicht. Aber es wird in den Medien, in der Öffentlichkeit, auch durch die Menschen selber oder durch politische Gruppen, die sich selbst gegründet haben, viele Sachen schnell diskreditiert. Also wie so ein Schwein durchs Dorf getrieben und die werden gesagt, ja, das darfst du nicht sagen, das ist schlecht. Dann wird man schnell an die Seite geschoben, ausgemustert, stigmatisiert. Das heißt aber nicht, dass der Staat da die Unfreiheit produziert, sondern das ist zum Teil die Gesellschaft mit ihren Gruppen selber. Und das muss man einfach erkennen, dass sich da das Thema Freiheit umdreht oder überhaupt diese vielen, vielen, vielen Informationen, die wir heute alle zu verarbeiten haben, wo viele Leute sagen, ich komme nicht mehr mit, ich gucke mir das gar nicht mehr an, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das finde ich alles bedrückend, die Welt ist schlimm und schlimm und schlimm irgendwie und hat auch alles gar keinen Sinn. Ja, es ist aber auch anders. Wir haben noch nie so viele Informationen gehabt, also so viel Freiheit wie jetzt. Und jetzt müssen wir einfach auch psychologisch, mental damit klarkommen, dass das eine Belastung ist, die man bewältigen muss. Ja. Du hast gerade das Thema Geld angesprochen. Natürlich, je mehr Steuern und Abgaben wir zahlen, desto weniger Freiheit haben wir eigentlich, desto weniger können wir mit unserem Geld umgehen. Ja, aber das Problem ist ja mit den mehr Steuern und Abgaben, das gilt ja nur für die untere und mittlere Schicht. Ja, für die obere Schicht ist es nicht, die können sich flexibel aufstellen. Die internationalen Konzerne, bei Google war es jetzt da zum Beispiel auf Facebook irgendwie im Gespräch, die bauen sich einfach irgendwo auf, wo sie in der Zentrale bauen sie auf, wo sie wenig Steuern zahlen müssen und die Umsätze und die Erträge erwirtschaften sie da, wo sie Geld machen können, gehen also so den einzelnen Nationalstaaten aus dem Wege. Internationale Vereinbarungen über Besteuerung solcher Konzerne sind unzureichend. Auf der Ebene G20 wird immer was wieder probiert, schon seit einigen Jahren, seitdem das gegründet ist nach der Finanzkrise 2008, also nach dieser Lehmanns-Geschichte. Aber da geht es langsam vorwärts. Also da ganz oben im oberen Bereich, da sind alle Freiheiten vorhanden und den kleinen Leuten und den mittleren Leuten werden immer mehr Vorschriften gemacht. Also wir haben Kapitalismus, freien Kapitalismus in den oberen Schichten, ja, und eine Staatswirtschaft und einen immer zudringlicheren Staat auf den unteren Schichten. Und das finde ich also auch sehr, sehr bedrückend irgendwie. Und da müssen den Politikern, den Verantwortlichen, den Regierungen, die müssen da einfach mal einen Tritt in den Hinter kriegen, dass sie sich auf G20-Ebene mehr zusammensetzen und mal ein bisschen mehr Mut aufbringen und da wirklich auch weltweit Standards schaffen. Ja.
Da können wir natürlich als kleiner Verein irgendwo nur diese Idee jetzt mal in die Welt setzen irgendwie und hoffen, dass da mal ein paar Leute drüber nachdenken, mehr als wir 5 oder wir 10. Wir können das ja nicht beeinflussen. Aber wir können sagen, das wäre ein sinnvoller Gedanke, den wir mal an Frau Merkel geben müssen. Da soll sie sich mal drüber unterhalten und nicht die ganze Zeit durch die Gegend fahren irgendwie und sich um, früher habe ich immer gesagt, Kita und Dosenpfand kümmern, ja. Ja, vor allem auch wirklich wieder begreifen, dass man auch als Mitglied der mittleren oder unteren Schicht Gesellschaft gestalten kann und muss, damit es nicht den Reichen und Mächtigen überlassen wird. Ja, es muss ja zumindest eine gewisse Chancengleichheit geben, am Anfang eine Startchancengleichheit. Also das heißt nicht, dass wir jetzt nivellieren wollen, aber es ist klar, wenn man geboren wird, ist Mitglied einer sozial untersten Schicht, in Deutschland ist es noch nicht mal so schlimm, aber hat nun vielleicht noch nicht mal die Möglichkeit, wie in Entwicklungsländern zur Schule zu gehen. Ja, da ist ja keine Freiheit der Entwicklung da und keine Aussicht, irgendwie da mal rauszukommen. Also das finde ich auch schon eine wichtige Sache, dass es in Deutschland da gewisse Standards gibt, dass also im Prinzip auch jeder Abitur machen kann und im Prinzip auch jeder studieren kann. Selbst wenn das für Leute, für Kinder aus Elternhäusern mit wenig Geld schwerer ist als für diejenigen, die von Haus aus finanziell gut ausgestattet sind. Also da muss zumindest Mindestmaß an Freiheit, ich sage mal so Mindeststandards, nicht ein Gleichmaß für alle, aber so Mindeststandards, das ist eine wichtige Sache und die sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, meiner Meinung nach. Ja, in der Tat. Jetzt hattest du noch den Punkt sprachliche Tabus, gesellschaftliche Werte so ein bisschen angesprochen. Es gibt gewisse Dinge, die man heute nicht mehr sagen darf, wo man schief angeguckt wird. Ich glaube, da passiert auch ganz schön viel, wo wir uns auch ein bisschen gegen wehren wollen in unserem Verein. Und aus dem Grunde möchte ich dich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs hier im Bootshaus, wo ja auch ein bisschen Restauration ist, einladen auf ein Gericht, das ich mir ausgedacht habe. Das nennt sich Rebellenteller. Und zwar ist das ein Negerkuss mit Zigeunersoße. Ja, die Einladung nehme ich gerne an. Aber das, zu dem Thema möchte ich gerne noch ein bisschen was sagen. Gerade bei Pegida zum Beispiel, wo Ängste von Bürgern aus der unteren oder mittleren Schicht jetzt unter diesem Label Kampf gegen den Islamismus, der ja nun irgendwie ein bisschen irrsinnig ist, irgendwie auf die Straße gekommen ist. Also da muss man den Leuten schon sagen, also pass auf, eure Islamismus oder eure Islamphobie, Islamismus ist Angst, ist ja, wäre ja berechtigt, aber Islamphobie ist irre, ja. Aber man muss hingehen mit den Leuten und mit den Leuten sprechen. Und wenn ich mir die Diskussion angucke, die in der Politik gelaufen ist, ob man sich mit den Leuten unterhalten darf, die da demonstrieren, da packe ich mir wirklich an den Kopf. Die sollen nicht, da darf nicht drüber diskutiert werden, ob man das darf, sich mit denen unterhalten. Da haben eigentlich unsere Politspitzen hinzufahren und mit denen zu reden. Dafür sind sie da, dafür sind sie gewählt, dafür kriegen sie ihr Geld. Ja, den Leuten muss inhaltlich widersprochen werden. Aber wir können die doch nicht gesellschaftlich ausgrenzen, weil die irgendwelchen Schwachsinn da im Kopf haben. Auf der einen Seite engagieren wir uns für Integration und auf der anderen Seite fangen wir an, die eigenen Bürger auszugrenzen damit. Also da packe ich mir wirklich an den Kopf und da denke ich, das ist echt ein wichtiges Thema. Da hört auch der Spaß auf. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir uns hier bei Liberale Zukunft auf die Fahne schreiben sollen, dass die Freiheiten, die wir da sind, die müssen wir auch nutzen für die Gestaltung der Gesellschaft im Rahmen der Zivilcourage. Zivilcourage wird immer wieder gefordert von uns. Und wenn dann einer Zivilcourage zeigt und hingeht, ja, und mit den Leuten spricht und dann dafür noch angemacht wird, also da packe ich mir wirklich an den Kopf. Da ist echt Schluss und da ist eine Riesenaufgabe für uns, die wir ansprechen können und die wir nach vorne bringen können. Ich denke, die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin war in dem Zusammenhang peinlich. Blamiert hat sich, ob man für Pegida ist oder gegen Pegida ist, tatsächlich die Regierung, die hat sich die Politik in den Altparteien besonders peinlich fand ich persönlich auch Yasmin Fahimi von der SPD, die mit den Pegida-Leuten nicht sprechen wollte, aber großtönt, dass sie eine Reise macht, um mit der chinesischen Regierung zu sprechen. Ja, also Frau Merkel habe ich mich gewundert, dass sie das in der Neujahrsansprache überhaupt angesprochen hat. Das macht sie ja normalerweise mit Tagespolitik nicht. Sie hat den Namen zwar nicht genannt, aber jeder wusste, worum es geht. Also da hatte ich das Gefühl, irgendwo das Thema wird wirklich hochgepeitscht. Das Thema Pegida, was gar nicht notwendig gewesen wäre, die wären über Weihnachten wahrscheinlich schon ohne die Neujahrsansprache und ohne, das wusste natürlich keiner, die Anschläge von Paris wären die schon über ihren Höhepunkt weg gewesen. Und bei der Frau Fahimi verstehe ich es auch nicht. Die hat eigentlich einen idealen Hintergrund als Migrantin.
ihrer, ich weiß nicht, welcher Elternteil, naja, aber sie ist aufgewachsen hier, die Eltern aber, Iraner, glaube ich, ist ein Elternteil und der andere ist deutsch, ich weiß nicht mehr, Vater und Mutter. So, und die hat eigentlich einen idealen Hintergrund und da haben die Leute miteinander gesprochen, sonst wäre die überhaupt gar nicht so gut hier integriert irgendwie und so gut in der Gesellschaft drin. Und dass sie diese Sachen und diesen Umgang miteinander, diesen sozialen Umgang, offenen Umgang so in Frage stellt, finde ich also wirklich einen ganz falschen Weg. Also da ist ja Gabriel mit Sicherheit mehr Vorbild als Frau Fahimi. Das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die ich an unsere Zuschauer und Zuhörer geben möchte. Sagt eure Meinung, sagt sie laut, lasst euch nicht einschüchtern und kommt zur liberalen Zukunft, kommt in unsere Facebook-Gruppe, tretet in unseren Verein ein und bildet euch eine Meinung, wenn ihr noch keine habt. Ja, Dirk, danke, dass du mir mal die Möglichkeit gegeben hast, meine Meinung zu sagen, sonst bin ich ja mal der Fragt und jetzt durfte ich mal antworten. Hat mir Spaß gemacht und auch danke nochmal für deine Einladung und lass uns mal so weitermachen wie bisher und das weiter ausbauen. Ich glaube, wir machen hier eine gute Sache. Das denke ich auch. Vielen Dank, Andreas Stein, und jetzt gibt's Negerkuss mit Zigeunersoße. Thank you.